In dieser Staffel passiert viel Unerwartetes. Ja, also Enzo ist wieder zurück, weil er einfach eine total spannende Figur ist, von der noch längst nicht alles erzählt worden ist. Und ich glaube, auch gerade die weiblichen Fans wird es sehr freuen. Gibt zum Beispiel auch neue Orte. Also gibt es wieder mehr und frische neue Dynamik. Es ist eine super spannende Staffel. Auf jeden Fall. Wir haben ziemlich Gas gegeben, was auch politische und aktuelle Themen angeht. Sehr abwechslungsreich, sehr bunt, sehr laut, sehr leise, sehr traurig, sehr komisch, aber immer ganz nah an den Figuren. Also Nina muss innerhalb einer Sekunde eine Entscheidung treffen, die über Leben und Tod entscheidet. Mach die Jacke auf! Was Jack gerade durchmacht, ist so eine Art mentales Roadmovie. Also sie sitzt zwar nicht im Auto, um von A nach B zu fahren, aber im Grunde genommen, das, was sich im Kopf abspielt, ist ein Roadmovie zu gucken. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist meine Vergangenheit, was ist meine Zukunft, was ist meine Gegenwart. Enzo hat mir erzählt, dass du schwanger bist. In dieser Staffel sieht man vor allem auch, was Jack für eine Veränderung macht. Und die Suche nach dem Vater ist natürlich auch eine krasse Sache. Enzo, bist du ganz sicher, dass du der Vater bist? Wir könnten sicher gehen und einen Test machen. Ich dachte einfach, wenn ich weiß, wer der Vater ist, dann ist alles anders. Dann kommt vielleicht mehr oder ich erinnere mich an irgendwas. Ja, das ist für Angelina natürlich total heftig, weil sie ja selbst kurze Zeit vorher in einer ähnlichen Situation war, also eben, dass sie schwanger war. Und das haut Angelina natürlich emotional total aus der Bahn erstmal. Aber natürlich freut sie sich, weil ich meine, ist ihr Bruder, ist ihr einziger Familienmensch, der noch da ist. Es wird wahrscheinlich ein Junge. Nein, wie schön. Wollte ich dir nicht vor der 12. Woche geben. Aber das ist schon eine krasse Story für Angelina. Ich glaube, das beschäftigt sie nach wie vor sehr. Ich würde mich eigentlich sehr freuen, wenn Enzo der Vater wäre. Ich glaube, das wäre ein tolles Paar. Es lebt. Unser Kind lebt. Aber ich befürchte, es ist nicht so ganz so einfach, die ganze Geschichte. Enzo, hör zu. Es gibt da was, was du wissen solltest. Und bei dieser Gelegenheit, wo Jamal den Bus angeblich in die Luft sprengen wollte, begegnet ihn eine neue Figur, Ali. If tu spe, trigile fasch, mit Bianeschem. Der Araber, die Tasche, vielleicht eine Bombe. Halt den Bus an, halt den Bus an! Also er wird dann zu Boden geworfen von Roland, auch eine neue Figur. Er wird verhaftet, die ganze Lindenstraße wird abgesperrt. Das ist ein total spannendes, archaisches Thema. Also jemanden, der eigentlich nichts getan hat, durch ein Vorurteil, durch ein Gerücht, so zu stigmatisieren. Nicht, dass wir hier einen Terroristen in der Straße haben. Bist du bescheuert? Mit der Shisha-Bar haben wir da einen guten Dreh- und Angelpunkt gefunden, mit der Figur von Ali. Und die beiden werden eine lange Strecke miteinander gehen. Und diese Strecke wird dann irgendwann wieder beendet. Auch mit den neuen Figuren Roland. Und eine spannende Spielwiese, die wir aufgebaut haben, um da auch neue Positionen und Meinungen und Haltungen auch zu repräsentieren. Ich hetze gegen niemanden. Ich möchte einfach nur Ruhe und Frieden und keine aggressiven Araber vor meiner Tür. Person von vorher kommt zurück und es wird nicht immer das passieren, was die Rolle sich vielleicht davon erwartet hat. Na klar, dass Enzo zurückkehrt, das wühlt natürlich alte Geschichten auf. Das wäre ein Leben, was sie sich selber gewünscht hätte, Mutter zu werden, mit Enzo glücklich zu werden und das ist ihr jetzt mal nicht vergönnt. Ich freue mich auch wirklich für Enzo, dass es jetzt doch geklappt hat, wo es doch so problematisch war. Problematisch. Hallo. Hey. Nach außen hin muss sie aber die Taffe zeigen, muss sie die Coole sein und sich darüber freuen und sagen, hey, ich freue mich so für euch. Oder weil du wahrscheinlich nie Kinder haben wirst, dann lass das bitte nicht an mir aus. Und ich glaube, zu Hause findet sie das nicht so toll. Also da heult sie wahrscheinlich ins Kissen, wie so oft. Es stirbt jemand. Wo du dann auf einmal sitzt und es geht dir richtig nah. Also als dieser Schuss gefallen ist, habe ich wirklich geweint. Ich habe ihn erschossen. Was hat diese Frau noch am Leben? Ihr Mann ist weg, das Kind ist verloren. Sie erschießt Menschen. Hey, kann es noch blöder kommen? Kann noch Schlimmeres passieren? Und das ist irre, wie manchmal doch trotz alledem, trotz guter Vorbereitung, Fiktion und Realität so verwischen, so verschwimmen. Was?
Der hat die Einsatzkräfte vor seinem Haus bemerkt und ist geflohen, zu Fuß. Frau Schroth, Sie haben da jemanden vorbeigeschickt? Es geht um Terrorismusverdacht. Er wird nicht gezögert, er wird gehandelt. Und Ninas Rolle wird ordentlich im Fokus stehen. Wieder für Gesprächsstoff sorgen. Und mal schauen, was das mit den Fans macht.